Yes, Sir, jetzt fliegt er dem hinterher und cool, knallt den ab. Hallihallo, ihr Lieben, hier ist mal wieder euer BD und ich bin heute in Final Assault unterwegs. Das ist quasi ein Zweite Weltkrieg Strategiespiel in VR. Und das Lustige ist, es gab das Spiel kurz vor Weihnachten, in der Woche vor Weihnachten, ja genau, in der Woche vor Weihnachten, abends mal ganz kurz im Oculus Store kostenlos. Keine Ahnung warum, kostet normalerweise 19,99 €. Und da gab es das für lau. Was auch immer da passiert ist, ich weiß nicht, ob es ein Fehler vom Oculus Store war oder ob es so gewollt war, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich für das gute Stück nichts bezahlt und ich bin mal sehr gespannt, was wir hier machen können. So, von vornherein ist schon mal Deutsch eingestellt, wahrscheinlich weil das Spiel checkt, dass ich im Oculus Store auch Deutsch eingestellt habe, beziehungsweise in Oculus Home. So, hier sind wir in den Settings drin. Hier können wir die Zielgeschwindigkeit ändern, die Zielgeschwindigkeit vertikal, Schwung ziehen, Drehgeschwindigkeit. Okay, das werden wir uns dann mal angucken, was wir da, was das alles bedeutet im Spiel. Grafik ist Anti-Aliasing, können wir hoch und runter schrauben, das ist auch schon mal cool. Und die Schattenqualität von High auf Mittel und Niedrig. Alles klar. Raum einstellen, klein, mittel und groß. Hier im Raum ändert sich da jetzt erstmal nichts. Was passiert, wenn ich auf Mittel stelle? Passiert auch nichts. Wir lassen es mal erstmal in der Grundeinstellung auf klein stehen. Aber ihr merkt schon, also mit der Steuerung, das funktioniert ziemlich cool. So, Musik. Die machen wir mal ein bisschen leiser, damit ihr euch nicht so anschreien braucht. Wir könnten sogar Untertitel einblenden. Braucht man denn das? Ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Ich weiß es nicht. Ich lasse die Untertitel mal an. Hier ist Menü ist erstmal komplett auf Deutsch. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal aus den Settings raus. Was ist das hier? Aha. Und hier kann man quasi im Multiplayer zocken. Das ist natürlich auch geil. Die Kampfvermittlung, da nimmt man Kontakt zu anderen auf und bekommt zufällige Gegner. Und im privaten Kampf kann man quasi ja einen privaten Raum quasi einrichten und dann wahrscheinlich Leute dazu einladen. Das finde ich sehr nice. Das ist schon mal sehr cool. Und jetzt würde ich mir aber gerne mal das Tutorial angucken. Und zwar besorgen Sie sich die PlaySpace an einer beliebigen Stelle mit der Grifftaste. Während der Grifftaste gedrückt und ziehen die PlaySpace in eine beliebige Richtung, verwenden Sie den Griff, um die PlaySpace zu erkunden. Das klingt so ein bisschen nach Google Translate, finde ich, aber ist okay, ist okay. Man versteht, was er meint. Also halten zum Starten. Wartet. Aha, jetzt. Also länger halten und dann geht's los. Der wird uns jetzt wahrscheinlich erstmal zeigen, wie wir das Ganze Spielfeld bewegen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Welcome to the battle. To get started, drag yourself to the blue base. Ich ziehe mich zur blauen Basis. Ich halte den Grip-Button und ziehe mich mal zur blauen Basis. To rotate your view to the left, push to the left with either thumbstick. Now rotate your view to the right by pushing to the right with either thumbstick. Geil aus, Leute. Das sieht aus wie Eisenbahnplatte. Voll cool. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich VR total geil finde. Rotate your view to the right using either thumbstick. Ich glaube, das habt ihr noch nie von mir gehört. Use the A or X button to open your UI. A or X. Okay. You can see your money on the green bar on the left. You'll earn money da over unten time. Ist unser Geld. Okay. Das wächst mit der Zeit. Alles klar. First, you should buy a Jeep. Und ich kann mir jetzt einen Jeep kaufen. Put your hand over it, then pull and hold the trigger to grab it.
Ist das geil. Drop it in the world and it will spawn at your base and move to wherever you dropped it. If you drop it on an enemy, it attacks when it's in range. For now, drop the Jeep at the indicated location. In the indicated location. Wo ist denn die indicated location? Ach ja, soll man hinstellen. Guckt mal. Check. Good job. Da kommt er angefahren. Nö, 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 nö. There's an enemy unit in the middle of the battlefield. Touch your Jeep, pull and hold the trigger, and draw a path directly onto it to target and attack it. You'll see a red target indicator on the enemy unit when you do. Your Jeep will move to the target and attack as soon as it's in range. Ich kann jetzt quasi einen Zeigefinger nehmen, den antippen und sagen, du fährst jetzt dahin und greifst die an. Sehr geil. Touch your Jeep, your base will spawn infantry for you. You don't control infantry. They follow the lane. Drag your Jeep into the lane. Wait until you see the indicator line and let it go. Now it will follow the path. Touch the Jeep and drag it into the lane while holding the trigger. Touch the Jeep and drag it into the lane while holding the trigger. Touch the Jeep and drag it into the lane while holding the... Well done. Tower, this is Hercules. Drop a cargo crate now. That plane overhead is going to drop a war chest. War chests land on the red X's, and whichever side collects them gets a monetary bonus. Path your Jeep over to where it lands and collect it. Fahr mal dahin und hol das mal. When you have enough money, you can start building more advanced units. Oh cool, ich kann das hier freischalten. The lock on the clipboard will turn green. Grab the lock and pull it free to unlock the next tier of advanced units. A dive bomber has spawned from the enemy base and it's going after your Jeep. Use the A or X button to open your UI. Buy a fighter plane and drop it nearby. Now it will shoot down that enemy plane. You can direct target an enemy plane or planes will automatically attack other aircraft that enter their airspace. Yes, sir. Jetzt fliegt dem hinterher und cool, knallt den ab. You can also use your fighter to strafe enemy ground units. Touch the fighter. Pull and hold the trigger, then draw a path that goes across the ground. Watch the bullets tear through enemy infantry. Enemy infantry. Well done. Cool. If you draw your plane's path on a circle and connect it, you can create a loop. Try that now. In den Weg zu einer Flugschleife versuche es mal. Was? Wo ist mein Flieger? If you draw your plane's path on a circle and connect it, you can create a loop. Try that now. Ach so, dann wartet mal, da muss ich mal kurz, weil ich komme hier natürlich schon wieder an meine Grenzen. If you draw your plane's path on a circle and connect it, you can create a loop. Excellent. Your plane is now in a loop. You can do the same thing to ground vehicles if you want them to patrol a certain area. Open the clipboard and you'll see a flashing tab at the top. Pull it out to see information about your current game. Der trifft es nicht. Du sollst aber das angreifen. Gar nichts wieder bauen. Warum kann ich noch nichts wieder bauen? Ich soll hier dran ziehen. The bottom tab can be pulled out and shows you information about whatever vehicle you select in the clipboard.
spawn an artillery truck. Vorzüglich. Artillery doesn't need line of sight in order to fire at an enemy unit. Once it makes its way to its location, it will fire at that motorcycle on the other side of the wall. Wartet mal. Den setze ich jetzt mal hierher. Da kommt er angefahren. Das ist schon cool. Cool. Cool, cool, cool. Grab a troop truck from the clipboard and put it near your tower. Troop trucks can't defend themselves, but if you put them somewhere safe, they will spawn infantry, which helps fill the lanes along with your base infantry. Remember, you don't control them. So, da setzen wir die Infanterie hin. The ATG, or anti-tank gun, is a very powerful weapon to use against enemy ground troops. It doesn't move very fast, but once it's planted, it uses its range and power to destroy enemy vehicles. Okay. Da kommen sie schon angefahren. Da kommt die Infanterie angelaufen und da kommt meine Kanone und schießt sich direkt schön hier ein. Das ist doch schon mal super. Congratulations, you've completed your training. Open the UI, press the exit button, and you can head back to the command tent. Das Kommandozelt verlassen. Sehr geil. Leute, das funktioniert echt cool. Das macht richtig Laune. Man muss halt gucken, dass man den Überblick nicht verliert. Und ich glaube, die Untertitel kann man nur echt ausblenden, weil die sind... Da muss ich ganz ehrlich sagen, die sind grottig übersetzt, aber wirklich grottig. Das ist Google Translate, nichts anderes ist das. So, jetzt gucken wir uns mal die 2 an. Ach, ich wollte die Untertitel ausschalten, verdammt. Naja, egal. Mal die sind... Sodele. Welcome to the battle. To get started, drag yourself to the blue base. Höher kann man nicht, das ist das Höchste. Hold the grip button and pull yourself. Aber man kann bis in die Gebäude rein. Ach du großer Gott. Das fühlt sich ja wirklich an. Nee. Wir bleiben schön hier oben. So. Pull yourself across the map using the grip button. Wir ziehen uns hierher. To rotate your view to the left, push to the left with either thumbstick. Das hatten wir doch aber schon. Now rotate your view to the right by pushing das to the right auch with schon. Either Wieso machten wir das jetzt nochmal? Ich dachte, das hier gibt's noch ein anderes Tutorial. Your UI. Ja, das haben wir ja alles you schon. You can see your money on the green bar on the left. You'll earn money over time. It's used to purchase units and upgrade ja, your das, rank. Das wollen wir nicht. Das habe ich ja alles schon durchgekaut jetzt. Ja, nein, das ist ja egal. Ich würde sagen, wir fangen mal die Kampagne an. Mal sehen, wie ich mich anstelle, ob ich hier einen Überblick behalte. Als erstes mache ich jetzt die Untertitel aus, weil das Englisch versteht man eigentlich relativ gut, was der eben hier erzählt. Ich spiele halt im Sitzen, deswegen setzt er mich jedes Mal da unten hin, aber ich kann mich ja glücklicherweise hochziehen. So. Da. Untertitel aus. Braucht kein Mensch. So. Und wir gehen auf, wir gehen hier wieder zurück und gehen auf Kampagne und neue Kampagne. Gefechtsmodus, bahne dir deinen Weg über das Schlachtfeld und zerstöre das Hauptquartier deines Gegners, okay. Übernimm die Kontrolle über einen der Divisionskommandeure und bahne dir deinen Weg in einer Kampagne gegen einen ihrer Gegner. Ich bin für Story. Aha, hier und hier kann ich mir jetzt auswählen. Ach du großer Gott, wie sehen die denn alle aus? Ich nehme mal an, das sind die Deutschen. Und das sind die Amis. So sieht es zumindest aus. Komm, wir nehmen hier mal die fiese Braut mit dieser Augenklappe. Die ist ja geil. Wolfsdivision.
Die Division setzt auf schwere Panzer, um das Schlachtfeld zu kontrollieren und dezimiert ihre Feinde gemeinsam mit den Luftstreitkräften und der Infanterie. Okay. Und Simons Dimension, Division, Dimension. Simon hat in deutsches Gebiet. Was? Simons hat in deutsches Gebiet gerutscht und liegt auf dem Land wütet. Wolf hat geschworen, ihn zu jagen und einen Anschlag auf ihn setzen. Also hier merkt man sehr deutlich, der Herr Kugel hat zugeschlagen. Das ist ja krass. So, jetzt gucken wir aber mal nach der Schwierigkeit. Ich würde gerne mal als Rekrut anfangen, damit man am Anfang nicht völlig überladen ist mit dem, was man zu tun hat. Und wir starten das Ganze mal. Ah ja, ach, die Sau. Was machen wir denn jetzt? You control the blue side and the enemy is the red side. Okay. You and the enemy alternate turns moving one piece at a time. If you land on an enemy red tile, you will battle the enemy garrison division. If the enemy lands in empty blue tile, they will battle your garrison division. If an enemy moves to a tile where you have a piece, you will battle with the general's division. Move your pieces to the objects till marked by a green column. Also da ist grün. Und wir können jetzt quasi unsere, was ist denn das hier alles? Wir setzen den jetzt quasi hierher. Geht gar nicht. Aha, überall da, wo es grün leuchtet, kann ich ihn hinsetzen. Wartet mal, dann setzen wir den mal hierher. So. Der rückt hoch mit dem Panzer vor. Was haben wir hier noch alles? Zurzeit habe ich bloß Panzer, so wie das aussieht, oder? Sehe ich das falsch? Hier kann ich ja noch nicht anfassen. Ich habe wirklich erstmal nur Panzer. Recruit. Hier kann ich nichts machen. Müssen wir jetzt mit dem Panzer hier weiter vorwärts setzen. Ne? Dein Feind verfügt nur über eine halb so große Infanterie. Na geil, dann versuchen wir den doch jetzt mal fertig zu machen. So, jetzt sind wir quasi auf so einer Wabe gelandet, wo wir uns jetzt direkt befighten können. Our advantage is in our troops, Commander. Use them well and let's win this battle convincingly. Now get going. Also, meine Leute laufen schon los und ich schicke den am besten gleich mal eine schwere Einheit mit. Und am besten lassen wir mal noch einen Flieger mitfliegen. Genau. Jawohl, mein Kommandant. So, den haben wir schon mal. Den schicken wir jetzt auch mit vor. Artillerie stellen wir hier mit her. Stellen noch einen schweren Panzer und schicken den mit vor. Hier angreifen.
Hier angreifen. Hier angreifen. Hier angreifen. Mann, wie machen denn die? Oh Leute, ich denke, die machen uns hier gerade ganz schön fertig. Jawohl, mein Kommandant! Tower, this is Hercules. Drop in cargo crate now. Hier ist was los, Leute, das sage ich euch. Meine Fresse. Der hat es schon wieder vergessen. Der eine fliegt hier schön seine Kreise und der andere hat es schon wieder vergessen. Oh Mist.
So, ihr müsst ganz schön aufpassen, was hier Phase ist. Leute, Leute, Leute. Aber es ist cool. Es macht Spaß. Ich überrenne die jetzt hier mit meinen Panzern. Ich setze ja einen Panzer nach dem anderen hin. Komm, mein Freund. Los geht's. Feuer frei. Genau so. Das macht ihr total richtig. Schön. Und hier haben sich die Artillerie auch schon vorgekämpft. Sehr gut. Ich denke, jetzt haben wir sie. Geil. Oh, wir haben sie. Wir haben sie. Ich habe mir Blitzkrieg in Feindes Ort gesichert. Ich gehe fest. Hier ist eine Truhe gerade abgeworfen worden. Hier steht noch einer, der steht noch total sinnlos rum. Auch nicht schlecht. Na dann. Ich denke, diese Schlacht haben wir gewonnen. Ja, ihr Lieben, das ist Final Assault, quasi Echtzeitstrategie im Zweiten Weltkrieg. Und zwar die Alliierten gegen die Deutschen, beziehungsweise ich würde schon behaupten, dass das hier die Amerikaner sind, so wie das aussieht. Und die Modelle sind echt, es ist niedlich gemacht, muss man auch sagen. Also der Krieg ist hier ein bisschen niedlich dargestellt. Es ist jetzt, naja, es ist trotzdem Krieg, brauchen wir nicht schön reden. Aber es, also rein von der Mechanik her, funktioniert das echt cool. Man kann sich halt hier auf der Karte schön hin und her bewegen. Man kann die Einheiten anfassen und irgendwo hin bewegen. Und das macht richtig Laune. Das ist cool, das Spiel. Ich werde das definitiv weiterzocken. Vielleicht nehme ich euch hier auch mal in den Livestream mit. Muss ich mal gucken, wie hektisch das Ganze hier dann wird, ob man sich da wirklich noch mit anderen unterhalten kann. Aber das ist eine sehr schöne Sache. Und wie schon gesagt, ich glaube, es kostet zurzeit 19,99. Ist auch mal immer wieder im Sale drin. Und wir können ja hier kurz mal hier hinten rausgucken. Ja. Cool gemacht. Du bist quasi hier im Kommandozelt, ne? Und koordinierst halt die Schlacht. Und das ist eine schöne Nummer. Gut umgesetzt und wie schon gesagt, von der Steuerung her gut, von auch das mit diesen Wegen zeichnen, wo die Panzer hinfahren sollen oder überhaupt deine Truppen hinlaufen sollen. Diese Loops mit diesen Flugzeugen malen, das funktioniert auch cool, dass die dann immer wieder den gleichen Weg fliegen und so weiter und so fort. Sehr schöne Geschichte. Also Final Assault gefällt mir gut und wer so ein bisschen auf Echtzeitstrategie steht, der ist hier genau richtig und wer noch das Setting Zweiter Weltkrieg mag, na, der macht hier überhaupt nichts verkehrt. Also ihr Lieben, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir, jetzt muss ich wieder überlegen, wie das ging. Das geht hier nicht. Ich kann euch hier meinen Daumen nicht zeigen. Dann lasst mir doch ein Däumchen oder ein Abo da und wir sehen uns definitiv bald wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Bye bye.